Hallo Leute, hier ist wieder Fat Gamer mit einem neuen Spiel. Das heißt, nein, es ist alt, ich habe schon einen Test gemacht. Nein, hallo, hier ist euer Fat Gamer. Der Test zu 3D Tot Heroes ist gemacht worden. Jetzt mache ich eine Art Nachtest, den nenne ich auch ganz lustig, und zwar einfach nachgehackt. Eine neue Rubrik in meiner Video. In meiner großen Videosammlung. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil normalerweise, wenn man das Spiel zuerst spielt oder erst ein paar Stunden gespielt hat, da ist der Hype immer sehr groß. Und gegen Ende oder so flacht er meistens ab. Und man kann meistens immer ein besseres Fazit danach ziehen. Natürlich will ich euch immer ziemlich, also nach Veröffentlichung zeigen oder sobald ich es habe. Und deswegen geht manchmal die Objektivität vielleicht ein wenig flöten. Und ob man danach bessern muss und wie das aussieht, auch in Sachen Prozent und so weiter. Nun ja, das sage ich euch jetzt. Okay. Ich bin mittlerweile, ihr seht schon mal von der Lebensenergie und so weiter, bin ich schon ziemlich weit gekommen. Ich komme jetzt in den letzten Dungeon. Bevor ich das mache, mache ich hier ein bisschen Farming. Farming kennen bestimmt die ganzen Rollenspielleute. Man muss nämlich immer ein bisschen Kohle sammeln. Man kann nämlich auch Schwerter aufrüsten und so. Und während ich dieses Farming mache, werde ich mal ein wenig... Nein, verdammt. Nochmal drauf eingehen. Ich habe es jetzt mittlerweile spielen können. Es ist immer noch monstermäßig genial. Mir gefällt es immer noch super. Und... ja gut, ich kann jetzt aber noch mal ein bisschen auf die Fehler eingehen oder wie gesagt, was ich bei dem Spiel gefunden habe, was es noch an Fehlern gab. Ich habe es natürlich ziemlich in den Himmel gelobt. Ich glaube, ich habe es da drin gegeben. 93%. Und ich muss ehrlich sagen, ich gebe diese Wertung immer noch. Aus einem einfachen Grund, weil es einfach so super genial ist. Es macht sau viel Spaß. Plus kommen jetzt ein paar Fehler dazu. Also ich würde vielleicht sagen, gut, also mit den Fehlern und mit dem Prozent sage ich erstmal später was. Jetzt gehe ich erstmal auf die noch gefundenen Fehler drauf ein. Es gibt meiner Ansicht nach sehr viel Backtracking. Also man muss auch ziemlich viel immer hin und her laufen, also und auch zurücklaufen. Also man muss sozusagen Passagen, die man eigentlich schon geschafft hat, immer wieder mal wiederholen, weil es dann, was weiß ich, alles gibt. Also meistens gibt es dann irgendwie neue Gegenstände oder man muss einfach aus irgendwelchen Gründen das nochmal machen. Das finde ich ein bisschen schade. Das zweite, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass, wie soll ich sagen, manche Fähigkeiten oder Fertigkeiten eigentlich fast gar nicht mehr gebraucht werden. Gut, der Bogen, den kann man schon gebrauchen, manchmal, aber nicht so häufig. Und auch als Waffe ist er völlig untauglich. Ich setze mal hier das Schwert ein. Also die zweiten werden ein bisschen, ich sag mal ein bisschen vernachlässigt, die zweiten Fähigkeiten, als dieses, zum Beispiel der Bumerang. Das meiste braucht man danach später überhaupt nicht mehr. Was mich dafür nervt, ist die Magie. Und zwar, man muss mal hier umständlich durchschalten. Bis man das durchgeschaltet hat, ist man dann irgendwann mal getroffen. Also das finde ich ein bisschen bescheuert gelöst. Vielleicht hätte man vielleicht noch einen anderen Knopf einsetzen können. Oder vielleicht eine Tastenkombination oder irgendwie sowas in der Richtung. Weil sonst nervt es ein bisschen. Genau. Und dann Magie selber. Da gibt es sehr viele Bosse oder, ja, Bosse, es gibt sogenannte Magie, die kann man nur verletzen, indem man einen Reflex-Zauber macht. Das ist dieser Zauber, ich demonstriere es euch mal. Bing, verbraucht einen Magie, einen Magiepunkt. Und ja gut, also der hält eine Zeit, sagen wir mal 15 Sekunden, so ist eine Art. Und ja, diese Ding wird recht häufig gemacht und es ist ziemlich nervig, weil immer man braucht es immer wieder und also ich finde es nervig. Das ist zum Beispiel sehr häufig gemacht worden. Während hingegen andere Fähigkeiten braucht man kaum. Was weiß ich, wann habe ich ihn mal? Bumerang, Bomben, ja. Zum Beispiel einen Bogen habe ich nicht oft brauchen.
Kletterhaken geht so. Das auch nur zwei, dreimal. Also es sind manche Gegenstände, die haben einfach keine Daseinsberechtigung, meiner Ansicht nach. Also sie sind auf jeden Fall nicht gut gemacht. Aber gut. Das ist einfach eine Geschmackssache. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ich habe jetzt übrigens die Tests von, vielleicht wenn es euch interessiert, von den anderen Magazinen mir durchgelesen. Maniac hat dem Ganzen 70% gegeben, ist eigentlich eine meiner Lieblingszeitschriften. Ich finde es völlig ungerechtfertigt, weil es ist einfach so geil. 70% sind eindeutig zu wenig. Ich weiß nicht, wie die da drauf gekommen sind. Vielleicht schreibe ich noch einen Leserbrief, wo ich in der 200er Ausgabe, müsst ihr bloß mal unter Namen Simon Lorenz schauen, in der 200er Ausgabe von der Maniac habe ich auch einen Leserbrief schon mal geschrieben gehabt über Ego-Shooter. Also, ich glaube, ich komme da jetzt nicht mehr rein. Gesetz der Serie. Aber 70% sind definitiv zu wenig. GamePro hat 81% gegeben. Das finde ich okay. Ja, man sagt ja, wenn es altbacken und was weiß ich halt. Vielleicht ist das Prinzip altbacken, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es aber auch nicht. Vielleicht ist es auch gerade der moderne, wie sagt man, moderne Retro-Look, der einfach so gefällt. Es ist auf jeden Fall, finde ich, es ist ein Spiel. Man merkt, es ist ein Spiel, es macht Spaß, es hat keine übertriebene Gewaltdarstellung. Es ist kreativ, ich meine, man kann seinen eigenen Helden da auch reinschicken in das Ganze. Es ist lustig. Also die ganzen Anspielungen, natürlich gut, man muss natürlich auf der anderen Seite das auch checken oder ein bisschen sich auskennen. Aber mittlerweile ist ja das Alter von den Zockern ja eher ein wenig, wie sagt man, höher gegangen. Also es gibt auch Leute, die einfach dann Zelda gespielt haben und wie auch immer. Und die auch manche Sachen da zum Beispiel verstehen. Ja gut. Sozusagen ist dieser Nachtest ja, bezieht sich auch auf den Wertungskasten. Ich habe glaube ich 93% gegeben. Ich hoffe, ich habe 93% gegeben. Weil ansonsten müsst ihr mich hier korrigieren. Und ich muss ehrlich sagen, 93% sind von mir komplett bestätigt worden. Diese Fehler, die da noch laufen, die haben für mich den Sprung in die 100er Wertung einfach nicht gerechtfertigt. Sagen wir, Entschuldigung, dass ich übrigens jetzt immer dasselbe Gebiet zeige, aber wie gesagt, ich muss ein bisschen Kohle holen, weil ich muss, pass auf, ich zeig's euch mal schnell. Ich muss daher dann hier ins Dorf gehen und muss, mein Schwert aufleveln. Und dieses Schwert hier, ich zeig's euch, hat eine gewisse Stärke. Das seht ihr auf der rechten Seite, da ist zum Beispiel Länge, Breite, also man kann das also ziemlich groß machen und ziemlich stark, also stark habe ich es jetzt schon, aber das kostet jetzt ziemlich viel Kohle. Und bis ich das habe, muss ich einfach sammeln. Das ganze Schwert wird dann den ganzen Bildschirm ausfüllen, darauf bin ich mal gespannt. Und vor allem wird es mir natürlich auch ungemein beim Endboss helfen. Natürlich tut es das nur, wenn man es voll aufgeladen hat, also bei voller Gesundheit ist. Gut, was kann ich anschließend noch abschließend sagen? Also ich kann euch nur sagen, Leute, kauft dieses Spiel. Es ist geil, es macht Spaß und ihr habt garantiert keinen Fehlkauf. So viel kann ich euch verraten. Wirklich. Die einzige Sache ist, könnt ihr euch nicht mit Retro anfreunden, dann ist es natürlich absolut nichts für euch. Das ist klar. Also wie gesagt, wer bombastische Ding-Action sucht à la, keine Ahnung was, nur God of War, der ist hier völlig falsch. Und ja gut, und Leute, die mit Fantasy vielleicht auch nicht zu viel im Hut haben, gut, für die ist es auch nichts. Aber ansonsten, Leute, holt es euch, es lohnt sich absolut, es sind viele neue Features dabei, die in den alten Retro-Teilen noch nicht dabei waren. Aber trotzdem ist es herrlich und es ist eine schöne Hommage und es macht Spaß. Und ja, es ist auch nicht so einfach, also es hat einen super Schwierigkeitsgrad, also genau richtig finde ich eigentlich, nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer. Und es macht wahnsinnig viel Spaß. Habe ich schon erwähnt, dass es wahnsinnig viel Spaß macht? Ich glaube noch nicht. Nein, also, holt's euch. Es ist absolute Kaufempfehlung von eurem Fat Gamer. Das heißt so viel wie, da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ja, und damit wäre ich auch aus diesem Nachtest raus. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Sagt mal die Meinung dazu, ob ihr sowas sinnvoll haltet, wenn es im Spiel schon mal getestet worden ist. Und ansonsten war das 3D Dot Heroes von eurem Fat Gamer im Nachtest. Alles klar, macht es gut, ciao.